Herr Krauthausen, Sie sagen, Menschen mit Behinderung werden in Medien oft einseitig dargestellt. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass wir die Beobachtung gemacht haben, dass Menschen mit Behinderung in den deutschen Medien oft entweder als Helden dargestellt werden, also welche, die tapfer ihr Schicksal meistern und durch paralympischen Sport ihre Behinderung angeblich überwinden, oder eben als Opfer, an den Rollstuhl gefesselte Menschen, die an ihrer Behinderung leiden. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegt. Also dass Menschen mit Behinderung sicherlich auch mal ihre Behinderung als Problem empfinden. Aber die wenigsten gehen weinend ins Bett und wachen weinend auf, weil sie eine Behinderung haben. Und viele erleben ihre Behinderung als eine Eigenschaft von vielen und nicht als die alles Prägende. Warum macht es denn einen Unterschied, ob ich von einem behinderten Menschen oder einem Menschen mit Behinderung spreche? Also grundsätzlich ist beide Formulierungen sind okay, kann man beide sagen. Der Unterschied liegt darin, dass bei einem behinderten Menschen man offen lässt, ob die Person behindert ist oder ob sie behindert wird. Wenn man sagt Mensch mit Behinderung, dann liegt die Behinderung ganz klar bei dem Menschen. Aber mir zum Beispiel als Menschen, der im Rollstuhl sitzt, sind Treppen ein großes Problem. Und da behindern mich Treppen bei meinem Weg von A nach B und weniger mein Rollstuhl oder meine Glasknochen. Auf der Webseite leitmedien.de geben Sie ja Empfehlungs- oder Formulierungshilfen, was man besser schreiben sollte oder was man besser nicht schreiben sollte oder wenn man moderiert sprechen sollte. Läuft man nicht Gefahr mit solchen Formulierungsvorschlägen, dass Journalisten, die ja offensichtlich nicht ganz unverkrampft an die Sache gehen, sich noch mehr Gedanken machen und völlig verkrampfen bei dem ganzen Thema? Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Angst machen. Das ist nämlich das, wovor Journalisten, glaube ich, Angst haben, dass wir jetzt hier als Sprachpolizei unterwegs sind und jedem auf die Finger hauen, und Aufklärung. Das, was wir machen, ist eher Aufklärung, dass wir Menschen und Journalisten dafür sensibilisieren, was man mit Sätzen auslöst, wenn man sagt, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt. Und dass für viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen, der Rollstuhl aber eher Freiheit bedeutet als Fesselung. Und Journalisten, denen wir das so erzählen, die sind dann dankbar für diesen Einblick. Und wir geben denen natürlich auch Tipps wie ihren redaktionellen Alltag. Also wenn ich jemanden begegne, der keine Arme hat, kann ich denen die Hand reichen, ja oder nein? Und wir sagen dann, naja, tun Sie es einfach. Die Person wird gelernt haben, wie man damit umgeht und wird dann eine Alternative vorschlagen. Aber er wird sie jetzt garantiert nicht doof dastehen lassen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Sie sagen, die Unternehmenskommunikation sollte Inklusion oder das Thema Behinderung auch als Chance begreifen. Welchen Beitrag kann denn Unternehmenskommunikation in dem ganzen Bereich leisten? Also ich denke, dass Inklusion ein viel größeres Thema ist, als dass man es nur in der Schule und im Bildungsbereich thematisieren sollte, sondern man kann es eben auch im Alltag thematisieren. Und dazu gehört auch Werbung. Dazu gehört auch Kommunikation von Unternehmen natürlich, die einen Großteil der medialen Kommunikation auch ausmachen. Und da könnte man sicherlich darüber nachdenken, ob Produkte und Dienstleistungen, die eben Unternehmen ja machen, nicht auch einen gewissen inklusiven Aspekt haben. Also werden die Produkte und Dienstleistungen nicht auch von Menschen mit Behinderung benutzt und kann ich diese Geschichte nicht auch erzählen? Und ich muss da auch nicht gleich ein Charity-Event draus machen, sondern ich erzähle sie einfach genauso, wie ich sie von der scheinbar heilen Familie erzähle. Und wir brauchen uns ja auch alle nichts vormachen, aber die Wahrheit liegt nicht bei der heilen Familie, sondern wahrscheinlich sind die meisten Familien in Deutschland eher Patchwork. Besteht nicht die Gefahr, zumindest vielleicht in manchen Kontexten, dass wenn eine Firma das Thema aufgreift und für PR nutzt, dass Menschen mit Behinderung auch für ein PR-Coup missbraucht werden? Das ist halt die gleiche Frage wie ich finde das irgendwie, ehrlich gesagt, das ist eine Ausrede, die sich dann Unternehmen geben, um sich dem Thema nicht zu stellen. Und sie benutzen ja auch Frauen.
um bestimmte Dinge zu verkaufen oder den starken Mann oder gucken Sie sich mal große internationale Marken an, Brausehersteller oder Fastfoodketten. Die werben immer mit mehreren Nationen gleichzeitig. Da ist immer ein Asiate dabei und immer jemand mit einer dunkleren Hautfarbe und jemand Weißes und Männer und Frauen. Und das deswegen, weil das in der Unternehmens-DNA vorhanden ist. Weil es sind multinationale Konzerne, die Nationalstaaterei nicht kennen. Und deswegen auch natürlich ist klar, ist, dass sie bunt werben. Aber unsere Gesellschaft ist auch bunt in Form von, dass sie Menschen mit Behinderung beinhaltet. Aber sie tauchen in der Werbung gar nicht auf. Und ich könnte sie ja genauso selbstverständlich erwähnen, wie ich als Fastfood-Kette Menschen mit Migrationshintergrund zeige. Firmen wie Guinness oder Toys R Us sind positive Beispiele dafür, wie Inklusion für wirklich gelungene Werbefilme auch genutzt werden kann oder als Thema aufgegriffen werden kann. Was können denn deutsche Firmen und deutsche Kommunikatoren von diesen ausländischen Beispielen lernen? Also bei beiden genannten Beispielen, Guinness ist halt die Geschichte des Werbespots Freundschaft, dass zwei Menschen Freunde sind, die beide das gleiche Hobby haben, nämlich Rollstuhlbasketball, wovon einer wirklich im Rollstuhl sitzt und der andere sich, um den Sport auszuüben, reinsetzt. Und Toys R Us, in dem Fall eine Marke, die Spielsachen verkauft und die auf ihren Broschüren und Plakaten auch Menschen mit Behinderung oder Kinder mit Behinderung zeigt. Das heißt, es ist beides kein Charity-Aspekt, sondern beide verfolgen ihr Kerngeschäft, Bier verkaufen oder Spielzeug verkaufen. Nur eben, sie bilden die Gesellschaft ab. Und es gibt Marken, auch hier jetzt keine deutsche Marke, aber zum Beispiel IKEA, die in der Lage ist, sehr authentisch zu kommunizieren. Und ich war neulich bei IKEA und da gab es das kleinste Kinderzimmer der Welt. Und es war irgendwie auf 5 Quadratmetern ein Hochbett, ein Schreibtisch, ein Sofa, alles auf 5 Quadratmetern. Und dann stand als Begleittext daneben, wenn das Kind am Wochenende beim Papa ist. Und dann habe ich mich gefragt, welche Marke akzeptiert eigentlich in seiner Kommunikation, dass es Familienverhältnisse gibt, wo die Eltern getrennt leben. Und IKEA war bei langem Nachdenken die einzige, die ich kennengelernt habe. Und warum machen wir sowas nicht auch in Bezug auf Behinderung? Warum zeige ich nicht ein stinknormales Produkt, in dem eben nicht nur die heterosexuelle weiße Familie gezeigt wird, sondern eben auch mal jemand mit Behinderung, die genauso ihren Hobbys und Leidenschaften nachgeht wie die Familie beim Kochen. Ich glaube, dass die Unternehmen Verantwortliche Angst haben. Sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie haben Berührungsängste, sie wissen nicht genau, wo finde ich jetzt Protagonisten und nutze ich dann vielleicht doch die Gruppe aus, alles Sachen, die sie auch schon ansprachen. Aber ich glaube, dass die Konsumenten, sowohl behinderte als auch nicht behinderte Konsumenten, damit wesentlich lockerer umgehen. Und das sieht man an so Erfolgen des Kinofilms, wie zum Beispiel Ziemlich beste Freunde, wo deutsche Programmverantwortliche niemals den Film so produziert hätten, weil sie Angst hätten, das Publikum zu überfordern. Aber das Publikum ist ja scharenweise reingerannt und es war der erfolgreichste Kinofilm in diesem Jahr. Und ich glaube, dass die Bevölkerung weiter ist als die Verantwortlichen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir ein bisschen mehr gelassener mit dem Thema Behinderung umgehen und einfach mal gucken, wenn 10% der Gesellschaft eine Behinderung hat und es die größte Minderheit in Deutschland ist und auch die am schnellsten wachsende aufgrund des demografischen Wandels, wann Unternehmen anfangen, das auch als Wert zu sehen, ohne die Gruppe zu verkaufen. Dankeschön.